Willkommen, liebe Clasher und Clasherin, bei mir, dem Thorsten, beim Clan Herausforderer heute. Ich bin auf dem Alex360-Account, also auf dem Rathaus 9, der hier auch im oder bei der CWL teilnimmt. Und wir sind ja aktuell in einem, ja, eigentlich in einem guten Ranking, aber es ist jetzt schon, deswegen auch der Titel, es ist unglaublich unser jetziger Gegner. Ich gehe auch gleich mal rein, damit wir auch gleich hier in die Vollen gehen. Ihr seht, ich habe auch noch Attacks Remaining, also ich kann auch noch attacken. Ich weiß nur noch nicht auf wen, aber ihr seht das Ranking hier. Wir haben es hier oben mit 2 Zwölfern schon alleine zu tun. Allein das ist eigentlich schon, finde ich, sehr, sehr außergewöhnlich, denn keine unserer Bases ist annähernd so stark oder so nicht so stark wie der Kollege hier. Aber hier passiert natürlich auch Unglaubliches. Also der zweite sieht dann schon ganz anders aus. Da lachen jetzt so die 11er und 12er rüber. Und allerdings muss ich fairerweise dazu sagen, danach haben die hier auch nur noch 10er. Aber alle 10er Bases hier, ich glaube, es geht bis zur 7, haben auch Infernos. Also auch da müssen wir, ja, der hat auch Infernos und ich glaube auch der siebte hier, alle haben Infernos, also wir haben es hier nicht einfach und müssen hier irgendwie 2 Sterne holen. Das ist uns auch schon ganz gut gelungen, denn wir wollen ja so ein bisschen wenigstens das Maximale überhaupt hier rausholen. Hier ganz, ganz unten haben wir einen Rathaus 9 gehabt hier, also da wir ja nur Rathaus 9er hier gespielt haben. Im nächsten CW haben wir übrigens einen Rathaus 8er mal mit dabei. Ich konnte jetzt tatsächlich mal den Luxus haben und konnte oder kann einen Rathaus 8er hier mit reinnehmen. Der muss allerdings auch nur einen Rathaus 3 machen. Deswegen kann mal ein Rathaus 9 hier pausieren, kann mal ein bisschen atmen und ein bisschen Luft schnappen und dafür mal einen 8er ranlassen. Ich denke mal, den werden wir auch, na, ob wir gewinnen, weiß ich noch nicht, aber wir werden recht gut abschneiden. Warum das, glaube ich, so ist, zeige ich euch gleich. Ihr habt das ja sicherlich schon beim Itzu gesehen. Diese ominöse Webseite, diese cocwar.info-Seite. Ich verlinke euch die auch unten in der Beschreibung. Die funktioniert nicht immer. Die ist ab und zu, glaube ich, mal ein bisschen arg überlastet. Und aber ich werde gleich kurz mal reingehen. Auch für uns die Statistik oder da oben die ganzen Bomben. Krass, krass, krass. Aber schön gemacht hier mit Hogridern. Und der Ironhide hier ist auch nicht weit entfernt vom Maxed Rathaus Level 9. Also ein Heldenlevel noch. Schön geduldig hier. Alles schön durchgemaxed. Und ich weiß, dass solche Accounts dann unheimlich viel Spaß machen, wenn man erstmal auf so einem Standpunkt ist, dass man nichts mehr machen muss und man möchte diesen Account einfach nur so weiterspielen, wie er jetzt ist, weil es macht unheimlich viel Spaß und die Mühen sollen ja auch ein bisschen belohnt werden. Ich meine, klar, wenn man schon Rathaus 9 ist und ist maxed, hat alle Helden auf 30, da will man natürlich auch weitergehen, aber vielleicht empfehle ich euch das mal nicht, sondern sage lieber, Leute, spielt man noch einen Monat hier den Rathaus 9 auf Max mal so richtig schön durch, denn wie gesagt, das macht Spaß ohne Ende und vielleicht denkt er noch mal dran, dass der Toto da mal irgendwas erzählt hat und erfreut euch dann auch an eurem Rathaus 9er, so wie ich das eigentlich auch mache und der Rest hier ist eigentlich, ja, Louis ist, glaube ich, bei uns in der Statistik am Führen, was die Sterne angeht und ich weiß nicht genau, wofür er jetzt den Machttrank genommen hat. Da müsste ich jetzt auch selber dann in sein Setup reinschauen. Aber gute Wahl hier und ihr seht, der Angreifer ist schon ziemlich stark, der Verteidiger ist schon ziemlich stark. Und aber sowas geht dann auch mit, ich nenne es einfach mal so, das ist ja nichts Abwertendes oder so, mit Low-Helden. Also 10er Queen, 11er King und den Rest hier schon mal mit Machttrank hochgepusht ist natürlich auch was. Ich finde immer, wenn jemand den Machttrank in Clankriegen nimmt und vor allen Dingen auch hier in einem, ja, wie soll man sagen, in einem Gastclan, dann finde ich das immer sehr, sehr löblich und das ist, hat auch so ein bisschen was mit Aufopfern zu tun, denn so ein Machttrank, viele sagen sich, na klar, nehme ich den Machttrank. Aber wenn, dann bitte nur in meinem Clan, in den Clan Wars und nicht irgendwo in so einen hergefallenen Event-Clan, wie wir hier jetzt gerade in der CWL spielen. Aber im Moment passt natürlich ganz gut. Es ist ja so ein Event, wo man auch 3 Tränke wieder bekommt. Die nehme ich natürlich auch immer gerne mit. Denn irgendwann kannst du sie auch mal gebrauchen. Selbst ich hier mit den Rathaus 9ern mache die dann ganz gerne. Ich sammle die dann einfach. Es wird ja der Tag kommen, da kommen diese Accounts auch einen Schritt weiter. Jetzt hat er hier nur noch auf einer Seite hier alles. Das heißt also, noch ein Bowler ist da noch mit bei. Ich sehe da noch eine Hexe oder 2, 3, 4, 5. Alter Falter.
Ja, so ein bisschen. Wir haben auch hier diskutiert, ob man es wirklich so stark merkt, dass die Hexen so ein bisschen geschwächt wurden auf den unteren Leveln. Also ich glaube 1 und 2, 3 und 4 sind ja nahezu, ich glaube, sie sind unberührt. Und ich will mich nicht festlegen, aber ich glaube, so wirklich schwach sind die nicht geworden. Die sind immer noch super zu gebrauchen. Weil auch ich habe gedacht, als es hieß, die Hexen werden genervt, oh Gott, dann nutzt sie keiner mehr, weil wenn Supercell ja früher mal einen Nerf angesetzt hat, dann konnte sie die Truppe ja wirklich erstmal überhaupt nicht mehr einsetzen, weil sie nichts mehr getaucht hat. Ganz im Gegenteil, ist das hier nach wie vor mit den Hexen so, und die Skellies hier wühlen sich hier noch durch Mauer und Mauer. Aber schön gemacht hier von Louis, also hier auf 9 auf 9, da brennt hier auch schon mal was an. Das sehen wir jetzt mal in den Statistiken. Ich springe jetzt mal eben rüber. Also ihr seht unseren aktuellen War hier, ihr seht hier unser Ranking. Wir haben 4 Clankriege gewonnen, sind jetzt im aktuellen. Den nächsten, denke ich mal, den haben wir auch im Sack. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Aber ich springe jetzt erstmal eben auf die Webseite. Ich hatte euch das ja versprochen. Ich muss mal eben nochmal einmal schauen. Jo, so sieht das, glaube ich, so sieht das ganz. Ganz gut aus. Und dann sind wir, ja, hier sind wir jetzt auf der Seite. Oh, das ist ein bisschen klein für euch. Ich mache euch das mal kurz ein kleines bisschen größer. 150%, ja, ich glaube so 125. Ah, ne, ich mache euch das mal 150%, dann könnt ihr das auf den Handys ein bisschen besser sehen. Also, wenn ihr das Ganze hier ladet und eure Clan-ID hier eingebt, dann befindet ihr euch auf der ersten Registerkarte hier Round. Da seht ihr die Matches, die schon waren und die im Moment laufen. Was ihr natürlich leider auch seht, kann man auch ruhig wegklicken. Ich habe sie jetzt schon tausendmal weggeklickt, sind die Google Ads hier. Aber ist ja nicht so, ist nicht so tragisch. Also hier sieht man erstmal die laufenden CKs, die schon gewesen sind. Hier seht ihr immer das Line-up, wie viel Prozente. Und das Ganze ist dann nochmal ein bisschen genauer zusammengefasst hier in der nächsten Tabelle Standings. Also hier oben seht ihr die Season. Ihr seht hier uns als Herausforderer mit 4 Wins, kein Lose, kein Draw. Die Fire Darks sind ja, habt ihr gesehen, im Moment unsere ärgsten Gegner und Feinde. Terran Bugs haben wir schon besiegt, das sieht man jetzt hier unten so ein bisschen. Also die muss man, solche Tabellen muss man einfach lesen können. Und ist aber ganz einfach hier. 1 gegen 1 geht nicht, gegen uns selber können wir nicht spielen. In War sind wir im Moment gegen die Nummer 2 hier. Und Terran Bugs hat gegen uns schon verloren. Da Devils, die Dizzys und auch da unten die Almig COC. Und Prepare ist halt John Kenke. Deswegen die, glaube ich, moah, die haben wir wieder im Sack. Und gegen die müssen wir als letztes. Also die werden auch nochmal knackig. Und man kann natürlich sehen, wie haben die denn eigentlich so abgeschnitten. Die Rankings hier sind ganz einfach so aufgebaut, dass du halt siehst, wer hat hier jetzt im Moment am meisten Sterne gemacht in allen Clankriegen. Und deswegen habe ich ja eben gesagt, Louis ist hier bei den Herausforderern. Wir haben hier nicht so wirklich viele in den ersten 15, 20. Das macht aber nichts. Wir halten uns dennoch recht stabil. Das sehen wir dann auf der letzten Registerkarte hier Clan. Denn dort sieht man nochmal pro Clan, also hier oben haben wir den ersten, nochmal, wie sie denn eigentlich im Vergleich zu den Rathäusern abgeschnitten haben. Und wir sehen das vor allen Dingen bei uns. Ich gehe mal bei uns, ich will den Fokus ein bisschen auf die Herausforderer nehmen. Ihr seht, wir haben natürlich kein 12-12, kein 11-12, kein 11-11, kein 11-10 und so weiter, sondern bei uns fängt es halt bei 9 an. Also 9 gegen 12 haben wir auch schon gemacht. Ihr seht das hier, einmal mit einem Stern belegt und schon mal einmal mit 2 Sternen belegt. Natürlich kein Mal mit 3 Sternen belegt, dann wird es dann doch ein bisschen schwierig. Aber 9 gegen 11, oh, da sieht die statistikmäßig schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Fast die Hälfte der Gegner geschrubbt, auch im Elfer-Bereich. 9 gegen 10. Da wird es jetzt schon mal ein bisschen besser. Also das hier sind vor allen Dingen unsere Ziele. 70% 2 Sterne auf die Elfer, damit wir die Sterne mitnehmen, mit möglichst noch 4%. Und was natürlich bei uns sehr, sehr stark ist. Ihr seht, wir haben noch keinen Neuner verhauen, aber haben schon mal zweimal 1 Stern gemacht. Ja, kommt auch bei uns vor. Ist so. So ist das Spiel, so ist das Leben. Dann haben wir 2 Sterne auch erst zweimal gemacht und 20 Mal gedreiert. Also statistikmäßig ist das sehr, sehr gut. Und wenn sich das die anderen Clans anschauen, ihr seht, wir sind im Moment 29 im Clan, dann ist das, glaube ich, schon eine Hausnummer hier. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob wir noch mal eine Liga hier überleben. Die Fire Darks, jetzt muss ich mal gerade gucken, die sind hier unten. Die haben natürlich schon 12-12 gekämpft, weil die anderen hatten ja auch 12er bei sich mit
im Rooster drin. Und aber deren Neuner, wenn ich mir so mal hier so die Statistik angucke, die machen auch mal gerne zwei Sterne hier unten. Und auch hier oben, beziehungsweise hier ein Einsterner, auch gegen uns schon ein Einsterner. Also ich verlinke euch die Seite, dort könnt ihr mal schauen, wie das für euch eigentlich so in so einer Liga aussieht. Und ich finde es sehr, sehr aufschlussreich, die Informationen, die man hier rausziehen kann, wie verhalten sich die anderen Clans, wie muss ich unter Umständen mein Setup einstellen. Wir haben jetzt so nicht die Möglichkeit, ihr habt das vielleicht bei euch in den Clans etwas anders, ich mache euch mal die Seite wieder weg, ihr habt das sicherlich bei euch ein bisschen anders, das heißt, ihr könnt schon ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr rotieren im 10er, 11er Bereich und ihr seht das auch hier im 10er Bereich sind wir, ja, mal gucken. Das sind zwei auf den 10er von Lukas. Das hier oben sind zwei auf den 10er von Race Rage Nation. Und ja, wie kann man sowas eigentlich machen? Auch da tue ich mich auch immer sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, hier ist der Erdbebenzauber immer ganz gut angebracht. Hier schon mal ein Loch reingebracht in die Base. Und das Loch ragt ja jetzt erstmal auch komplett bis zum Rathaus. Und etwas unterstützt hier, der Funnel muss dann passen. Gerade wenn du mit Valkyren angreifst. Ich weiß, ihr kennt dieses Gemecker. Oh, meine Wallis laufen nur außen rum. Ja, wenn ihr nicht weit genug funnelt, dann laufen die natürlich außen rum. Und er hat hier aber, ja, hat schon mal so ein paar ja mit reingesetzt. Habt ihr gesehen, jetzt kommt noch welche aus der Clanburg. Ein Bowler noch mit draußen. Und dann geht das hier mit geballter Kraft in diese Base rein. Jetzt sind die Valkyren hier schon in der Mitte. Und so macht man es eigentlich. Also, ich fand den Angriff, ich hätte fast mal gesagt, fast perfekt. Denn genau das, was er erreichen wollte, hat er erreicht. Zweiter Inferno ist dann schon ein bisschen unerreichbar. Aber die restlichen Prozente macht jetzt hier unten noch die Queen. Und ich habe erst gedacht, oh, da kommen jetzt zwei so böse Skelette. Ist aber nicht so schlimm. Die Queen dreht sich einmal um und die haben ja nur so gut wie keine Healpoints. 49%. Das Lager hier sind die 50%. Und hier unten gehen dann noch so 1-2%. Sicherlich, wenn die Zeit das zulässt. Ich glaube mal, dass das Goldlager hat die Prozente nicht mehr gebracht. Aber das Armeelager dort. Und so sind das hier super 53% gewesen. Auf so ein 10er hier. Ja, so kann man es machen. Vielleicht als Tipp für euch in den Clans, die auch so ähnlich spielen wie wir. Da muss man sich ein bisschen was einfallen lassen. Und so genau wissen wir es auch nicht. Wir sind im Moment sehr verhalten. Aber einen Angriff will ich euch noch zeigen. Ihr seht das hier. Wir sehen hier nicht schlecht aus. Und wenn wir mal gucken, der Ivan ist ein Rathaus 9er. Gegen Rathaus 12. Mal eben gedefft. Ich hab gestern auch gedacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab's dann auch geschrieben. Was macht der? Was macht der hier? Was macht der hier? Das ist der Hammer. Also so ein Angriff, ich meine, okay, er ist ja auch nicht der Heilsbringer. 12er jetzt hier. 225 Truppen, das habe ich mal nachgeschaut. Und die Armee ist ja so ein bisschen so, okay, der Golem ist so auf Status ja, irgendwo zwischen 9 und 10. Und er macht vor allen Dingen nichts. Er lässt hier eine Truppe nach der nächsten einfach so verrecken, so ohne Support. Na? Also da, okay, da hat er sich gedacht, naja, der eine Golem braucht jetzt doch ein bisschen lange da. Für den einen Minenwerfer, dann setze ich mal noch ein paar Golis. Und jetzt hat er sie erstmal alle drei hier schön auf Mitte. Jetzt wollen die hier durch die Mauer, durch die nächstgelegene Mauer, auf ein Verteidigungsgebäude hinter der Mauer. Das ist nicht der Tesla, nein, das ist hier der Minenwerfer. Und nicht der Minenwerfer, der Magierturm. Also ich muss das, ihr hört das so ein bisschen, ich musste das ein bisschen belächeln hier auch. Und habe gedacht, Alter, der kommt ja nun gar nicht mal in die Base rein, gar nicht. Und ich weiß auch nicht, wofür er sich seine ganzen Zauber spart. Ja, wie, überlegt mal, wie lange die Golems, die kriegen die ganze Zeit Beschuss jetzt auch noch von der Clanburg. Der Magier kann dann nochmal fröhlich seinen Flächenschaden hier auf die Golems reinbringen. Jetzt kommen hier noch Skelette und der hat noch bisher erst zwei Compartments hier geschafft, mehr nicht. Gut, habe ich gedacht, als ich mir so den Angriff angeguckt habe. Naja, jetzt kommt er vielleicht ja doch so ganz behändig rein. Aber der Sprung war auch schon unterirdisch, den er da gebracht hat. Denn er hätte ein bisschen weiter nach vorne gehört. Dann wäre noch ein Compartment mehr mit reingekommen. Und die Golems hätten jetzt nicht an der Mauer geklopft. Aber da ist jetzt... Ja, okay. Ich meine, es ist ein Dreier-Golem. Und da unten ist, glaube ich, dann ein Höherer aus der Clanburg gekommen. Da
ballern die natürlich lange drauf rum, keine Frage. Aber Queen hat jetzt schon mal Beschuss, ist nur eine 11er Queen. Vom X-Bogen, der ist jetzt kurzfristig mal abgelenkt, jetzt springen die da doch rüber über den über die Mauer und haben ja jetzt das Loch, das hat ja nun die Queen da gebuddelt, aber ihr seht das schon hier, das wird nichts mehr. Ja, ich spule euch das vor, also auch sowas kommt hier vor. Jetzt habe ich zwar die Base vom Ivan hier preisgegeben, ist aber glaube ich nicht so schlimm. Und ja, da kann ich mir jetzt schon vorstellen, warum auch die Fire Darks hier zwar an zweiter Stelle sind, weil sie oben recht stark sind oder mittelmäßig stark, weiß ich noch nicht. Die 10er haben noch nicht angegriffen, die 9er haben bei uns schon, ach komm, man kann sich das Drama ja gar nicht mehr mit angucken. Die 9er haben bei uns auch schon gefehlt hier unten, also mal mit einem Stern oder zweimal ein Stern. Das ist natürlich super, wenn wir hier unten deffen und hier diese Geschichten hier alle mindestens zumachen. Okay, wir haben auch einen vom Gary hier, kommt aber auch vor, aber ich denke mal, wenn wir hier noch bis hierhin dreiern und hier noch so den einen oder anderen zwei Sterner rauskitzeln, dann wird das hier auch wieder was mit diesem CK. Also ich wollte euch das nicht vorenthalten, mal wieder wollte ich keine Folge machen, aber ich denke mal, so ein bisschen Clash of Clans so auf dem Montag für euch ist euch ganz recht, war mir jetzt ganz recht, ich wollte es einfach festhalten, dass wir hier ein bisschen am Ball sind und ich hoffe, das hat euch gefallen, auch mal kurz mit der Verlinkung in die COC War Info Seite, also wie gesagt, in der Beschreibung unten habe ich das verlinkt, wenn der Link mal nicht geht, dann ist die Seite überlastet, ich habe jetzt auch ein bisschen länger dafür gebraucht und würde sagen, bis dahin, euer Toto, Clash.